Yes, please feel free to take your seats. Ja, vielen Dank, Barbara Unmissig. Ja, es ist mir ein Vergnügen, Sie heute Abend durch diesen Abend zu begleiten. Mein Co-Moderator, der ja ausgewiesen worden ist, hier auf dem Programm aus Nairobi, Ulf Linden, ist unglücklicherweise krank. Er wird wahrscheinlich am Livestream sitzen, also Grüße an dich hier. Und natürlich Gruß auch an alle, die von auswärts zugeschaltet sind und unseren Livestream hier gucken. Dieser Abend ist über Aktivismus über, am Horn von Afrika. Da gab es dramatische Änderungen in den letzten 2 Jahren. Die YouTube-Bilder, die man ja vorhin schon gesehen hat, das war dieser Stream, den Sie gesehen haben, hat uns zurückgeführt auf die Ereignisse, die zum Ende des, der Diktatur von Omar al-Bashir führten. Äthiopias Reformen sind jetzt angefangen, von innen sozusagen mit dem neuen Premierminister Abiy Ahmed. Vielleicht können wir das nachher diskutieren. Aber der Diktator von Eritrea bleibt weiter an der Macht und das seit 28 Jahren. Es ist schön, ja, 4 junge Aktivistinnen und Aktivisten aus der Region heute hier zu haben, die ich Ihnen vorstellen möchte. Hier Ala Salah. Ja, willkommen. Ala. Ala Salah ist eine sudanische Studentin, Aktivistin und wie Sie sehen können, hat sie weltweite Medien aufmerksam bekommen durch dieses Bild. Das ist viral gelaufen im April 2019 und ich denke, das kennen Sie hier alle im Raum. Ja. Sie ist Mitglied von Mansan, eine Allianz von politischen Frauengruppen, Zivilgesellschaften und von zivilgesellschaftlichen Organisationen und Jugendorganisationen, 2018, 2019 gegründet hier und sehr aktiv damals. Dann auch aus dem Sudan, dann haben wir Mossab Baba, Journalist, Aktivist und Co-Direktor der GISA-Gruppe. Das ist eine Organisation in Ostafrika, die sich spezialisiert auf Medienentwicklung und zivilgesellschaftliches Engagement. Eine Arbeit ist dieses sudanische Archiv, das ist aus Januar 2019, ich hoffe, das stimmt, 2018 war es schon. Eine Arbeit in Sudan zur Monitoring und Kuratierung von visuellen Dokumentationen von Menschenrechtsverletzungen und Pro-Demokratie-Protesten. Herzlich willkommen, Mossab. Aus Äthiopien haben wir Simdema Abebe. Sie ist eine feministische Aktivistin und die Gründerin von AfriColors, ein Sozialunternehmen, das Produkte herstellt, hergestellt von afrikanischen Frauen. Sie möchte die Stimme von Frauen verstärken und oppressive Systeme durch ihr Schreiben, ihre Geschichtserzählungen und ihren Aktivismus brechen. Simdema, schön, dass Sie hier sind. Und dann haben wir, last not least, die Reise ist eher kurz aus Stuttgart, Veni Araya, eine deutsch-eritreische Aktivistin, die arbeitet in der Freiwilligenarbeit mit Flüchtlingen in Stuttgart hier. Und sie ist ein Gründungsmitglied der United for Eritrea, eine Allianz von jungen Menschen, die versucht, Wandel in Eritrea zu bewirken. Herzlich willkommen, Veina Araya. Wir haben verschiedene Sprachen heute Abend hier. Und wir haben hier jetzt auch einen arabischen Dolmetscher. Nadim, der jetzt hier konsekutiv verdolmetschen wird, was Allah sagen wird. Dann haben wir auch noch deutsche und englische Verdolmetschung. Das heißt, es ist für die Kommunikation und die Verständigung hier gesorgt. Aber fangen wir an mit dem Sudan. Allah,
wir haben ja schon gesagt, Sie sind Ikone der, des Widerstands gewesen, nachdem Sie oben auf diesem Auto standen und sangen und die Protestierenden mit Ihnen einstimmten. Sie sind einige von tausenden mutigen Demonstrantinnen, die hier Gerechtigkeit und Freiheit verlangen. Was hat Sie dazu gebracht, Aktivistin zu werden? Allah ist immer sehr schnell, sehr leidenschaftlich. Wir müssen immer bremsen ich muss mit der Sprache. Rennen, ne? Also das muss man echt. Ich begrüße Sie, dass Sie hier sind, und bin ich froh, dass Sie, dass ich auch hier bin. ودائما ببدا بالترحم على شهداء ثورة ديسمبر المجيدة اللي هم لولاهم السودان ما وصل للمكان اللي هو فيه الليلة في عتبات الحرية. Ich fange immer an mit dem Gedenken an die Märtyrer der sudanischen Revolution. Ohne sie wäre unsere Schwelle an der Demokratie nicht ولولاهم ما كنت انا الليله هنا الحريه ثمن غالي جدا مهرناها بدماء ام الغاليه والنفيسه فبنترحم عليهم. Also ohne sie wäre ich auch nicht hier. Die Demokratie ist wie die Braut, eine hohe Brautgabe hat einen hohen Preis, und deswegen ich gedenke sie heute Abend. حتكلم عن الدوافع في دائما بقول انه انا ما براي انا واحده من الاف الشباب الاف النساء طلعنا عشان السودان عشان نلبي نداء الوطن عشان حريه السودان. Ich sage immer, ich bin einer von tausenden, die einfach auf die Straße gingen und die den Ruf für die Freiheit des Sudan einfach nachgingen, und auch damit wir auch die Freiheit erreichen können. لما نجي نتكلم عن الدوافع بالنسبة لي إحنا وصلنا مرحلة في السودان إنه أنت ممكن تموت بالحالتين إذا قعدت ساكت عن الحاجات اللي بتحصل عن الانتهاكات الحاصلة قدامك أنت شايفها وما حتتكلم حتقعد ساكت حتموت إذا قررت إنك تطلع وتواجه النظام ممكن تموت بس بتموت عندك قضية عندك هدف عندك قضية غالية جدا اللي هي حرية بلدك فالخيار لك تموت وانت ساكت ولا تموت قصاد قضية. Also die Motivation oder meine persönliche Motivation war so zu erklären, entweder man bleibt zu Hause und man stirbt in diesem System oder unter diesem Regime, oder man geht raus mit der Möglichkeit, man könnte vielleicht sterben, aber man hat die Möglichkeit, irgendwann mit Würde zu leben. فالإيمان بالقضية وحبنا للوطن ده كان أكبر دافع بالنسبة لنا عشان إحنا نستمر في النضال نستمر في الثورة ما كان عارفين إنه النظام حيسقط بعد أي فترة من بداية تظاهراتنا بعد شهر بعد شهرين بعد سنة ما معروف بس كان عندنا قضية مؤمنين بها تماما إنه إحنا عشان السودان إحنا مستعدين إنه نقدم أرواحنا. Wir glaubten an die Revolution und wir wollten auch unsere Seelen für unsere Heimat aufopfern. Natürlich wir glaubten dran, man wusste nicht genau, wann man das erreicht, aber wir haben dran geglaubt und wir glauben dran immer noch. وايضا 30 سنه في اعتقادنا كان من الفساد من الانتهاكات من القتل من الاغتصابات من كل الفعائل السيئه دي كان انه كفايه لحد هنا وكفايه. Also hervorzuheben, dass wir eigentlich ein Regime mit 30 Jahren Korruption und ähnliches beseitigen sollen. Wir sagen, genug ist genug, es reicht und ist genug. فكان لابد من تغيير وكنا نحن قادرين انه نصنع التغيير ده في السودان ونبني السودان اللي احنا بنحلم به وبنحلم اننا نعيش فيه. Es war unabdingbar, eine Änderung zu schaffen, und wir möchten einen Sudan haben, den wir auch erträumt haben, und wir wollten eine Änderung irgendwie führen. والحاجة الثانية كانت وحدتنا دي كانت من أكبر الدوافع اللي خلتنا إنه نحن نقدر نتقلب على النظام القمعي رغم كل الأساليب القمعية اللي كان بيقمعها وبيحاول يقمع بها التظاهرات بتاعتنا السلمية بس إنه وحدتنا وقضيتنا وإيماننا بالسودان وحبنا للسودان كان قادر يخلينا إننا نصنع التغيير. Also wir konnten die Änderung auch erreichen, indem wir auch eine Einheit geschafft haben, also eine Einheit an Glaube, an der Befreiung oder Änderung.
Und unsere Liebe zu unserer Heimat, das war auch eine Motivation dazu. Thanks, Salah. Salah, ich glaube, Sie haben das ganz klar gesagt, dass Sie das Gefühl hatten, dass Sie entweder zu Hause bleiben und dort sterben oder dass Sie raus auf die Straße gehen. Und im Sudan gab es ja schon vor 2018 Proteste, die auch von der Arabischen Revolution inspiriert wurden zuvor. Und dennoch ist es so, dass Ende 2018 es einem so vorkam, als gäbe es eine neue Phase, eine neue Ära. Können Sie ein bisschen erklären, wie diese Mobilisierung zustande kam? Bis zu welchem Grad haben die Proteste dann letztendlich die Massen mobilisiert, sodass die Proteste dann zu einer Revolution werden konnten? Und also in welcher Art und Weise war die Mobilisierung anders als zuvor? Oder war es einfach so, dass mehr Menschen oder die Angst verloren haben? Wie würden Sie das erklären? في ديسمبر 2018 دي البداية الفعلية بالنسبة للعالم إنه شافها. Also die also das Datum fängt einfach mit Dezember 2018. بس هي كانت نتيجة لتراكم من النضالات من 89. An sich es war eine Anhäufung von früheren Demonstrationen, die seit 1989 begannen. So كان نضالات فردية، نضالات مجتمعية، نضالات سياسية، نضالات اقتصادية. هذه كان تراكم من النضالات ولد الانفجار في الأخير ولد الثورة. Das war eine Anhäufung von individuellen Kampf oder von kollektiven Kampf, auch von politischen Problemen. Das hat alles sozusagen alles motiviert, um das zu machen. لما نجي نتكلم عن الثورة في 2013 اختلافها من 2018 في 2013 الوعي بالنسبة للمطالبة بالحقوق ما كان كافي باختلاف يعني من 2013 ل 2018. Also der Unterschied zwischen 2013, also die Demonstration von 2013 bis also und zwischen 2018 liegt da drin, dass 2018 fehlte uns das Bewusstsein, einfach Forderungen zu stellen in unserer Demonstration. وما احنا نقدر نقول انها فشلت، لا هي ما فشلت، هي احنا بعدها رتبنا عملنا إعادة ترتيب لصفوفنا وثورة 2018 كل العالم شافها وكيف قدرنا نصل وكيف قدرنا نقدم الحاجة اللي قدمناها فكان يعني الحاجة اللي حصلت استفدنا منها وقدرنا نواصل. Also 2013 hat nicht gescheitert, sondern hat uns auch, das war eine schöne Erfahrung und wir konnten darauf aufbauen, um 2018 davon zu lernen, was man noch modifizieren kann und was man noch dazu noch mal machen kann. فكان في السودان في السنين الأخيرة في كمية من الأزمات الاقتصادية، الأزمات التعليمية، أزمات المعيشة، فكل الحاجات دي خلت إنه الوضع لا يطاق بعد كده، لابد من إنه يحصل تغيير. Also es gab viele Krisen, wir hatten Probleme in der Wirtschaft, Probleme auch politische Probleme, wir hatten auch Probleme in und soziale Probleme und auch im Alltag hatten wir auch Schwierigkeiten. فالبداية بداية شرارة الثورة كانت يوم 19/12 بحرق دار المؤتمر الوطني في عدبرة. Also es fing alles am 19. Dezember, als der Nationalkongress das Partei vom Regime in Adbara tagte. فبعدها كل مدن السودان اتعبت بانه لابد من انه جات ثوره خلاص ده الامل بالنسبه لنا عشان نغير. Und dann auf einmal hatten wir wirklich einen Funken bekommen, also sudanweit, das ist jetzt die Zeit, um was zu ändern und eine Revolution einfach anzufangen. في الايام اللي بعدها طوالي عملنا على مواكب واحتجاجات وتظاهرات كانت في البدايه في شهر 12 بتكون في نص الخرطوم منطقه تسمى بالسوق العربي. Also wir fingen erstmal mit Proteste und Märsche und auch gerade in Mitte in Khartoum, also ein Stadtviertel heißt arabisches Viertel oder Viertel der Markt, arabischer Markt, würde ich sagen. بس التأمين في المنطقة دي ما كان كافي جدا. المواكب كانت بتتعرض لقمع بصورة أسرع من إنها تكون في أي مكان تاني لأن المنطقة كانت مكشوفة تماما. ما كنا حنقدر نعمل حماية تامة في المكان ده.
Nachteil war, dass wir praktisch dort keinen Schutz bekamen. Also die Infrastruktur dort bietet uns keinen Schutz. Deswegen haben wir das verlagert in die Peripherien, also von der Stadt. بعدها تحركت المواكب تحولت لكل مدن الأحياء والولايات في السودان. الموكب بيكون يوم الخميس من كل أسبوع الساعة واحدة بالوحدة ظهرا بتنطلق المواكب من كل مدن السودان. Also es fing alles immer um 13 Uhr am Donnerstag, jeden Donnerstag, sudanweit. Von da an fingen die Märsche Richtung Khartoum. المواكب برغم سلميتها إلا إنها قوبعت من القوات النظامية من النظام السابق بكل أساليب القمع والضرب والضرب الرصاص الحي وضرب القاز المسيل للدموع والاعتقالات. Trotz der friedlichen Art dieser Proteste oder Märsche wurden wir einfach willkürlich mit Gas und mit Tränengas und mit klassischen Geschossen auch und Schläge auch bekämpft. Manche Leute haben ihre Organe verloren, gerade auch wegen Gas. كان في اعتقال تعسفي الإنسان بيعتقل لمدة أيام ممكن يكونوا أهله ما عارفين إنه هو مشى وين أو حصل عليه شنو. Und das Schlimmste war auch die willkürliche Verhaftung einfach ohne rechtlichen Grund einfach im Gefängnis zu bleiben oder im U-Haft zu bleiben. كان في قتل بصورة وحشية جدا فقدنا أرواح غالية جدا علينا في فترة التظاهرات. Es war ein brutaler Gang. Sie haben viele Menschen ermordet. Wir haben echt viele Menschen auch verloren. فكنا بنشوف إنه طالما ما القمع القوات النظامية بتتعامل معنا بالخوف ده معناته إنه إحنا قادرين إنه نعمل تغيير في السودان وهم دي الحاجة اللي هم خايفين منها ما عايزين يحصل أي تغيير. Wir haben gemerkt, dass das Regime Angst vor uns hat, weil uns so brutal einfach bekämpft. Deswegen war uns einfach klar, wir können jetzt was verändern, weil sie wirklich vor uns Angst haben. Also wir sind stark. فالواحد لما يطلع فينا من بيته على التظاهرات ممكن خدت في باله كل الاحتمالات انه ممكن اعتقل ممكن يموت ممكن يحصل له اي حاجه بس برجع بقول انه احنا كنا مؤمنين بالقضيه شديد لدرجه ما بنفكر انه حتى لو متنا بموت عشان السودان يعني عشان اصلاح السودان عشان انه السودان مفروض يكون في مكان احسن من كده فقضيتنا هي اللي كانت بتقوينا. Also wenn man aus dem Haus rausging und auf Demos ging, man konnte auch wirklich sagen, vielleicht komme ich nicht mehr zurück. Aber wir haben auch den Tod in Kauf genommen, weil wir wollten wirklich ein besseres Sudan. Der Sudan hat es besser, was Besseres verdient als der Zustand, was er gerade ihm hat. استمرت التظاهرات من شهر 12 شهر 1 و2 و3 لحد بداية شهر 4 لحد يوم 6 أبريل اللي هو كان اليوم المفصلي اللي بعده اتغير مجرى الثورة تماما في السودان. Also die Revolution dauerte auch an, also Dezember, Januar, Februar, März und dann bis April. Und am 6. April war das ein Wendepunkt in der Revolution. An dem Tag wurde viel verändert im Sudan. يوم 6 أبريل كان بداية اعتصام القيادة العامة. الإعلان لموكب 6 أبريل كان بنقول مليون ناقص واحد بيساوي صفر. فأنت الفريق. فأي زول خدت في نفسه مسؤولية إنه هو الفريق. هو لو ما طلع بكرة يعني الحاجات يعني انت الفريق فاستشعر المسؤوليه دي في نفسك كل الناس طلعت الشارع. Es war also die Demos liefen unter dem Motto Million minus 1 gleich 0. Das heißt, wir wollten alle Leute ansprechen, einfach rauszugehen, weil wir brauchten jeden einzelnen Menschen jetzt den gemäß und damit jeder ein individuelle auch Verantwortung für die Revolution und für Veränderung auch mit sich beiträgt und trägt sozusagen. تم تحديد ثلاثة نقاط عشان الناس تتجمع فيها. القوات النظامية أخلت النقاط من قبل ثلاثة ساعات من الموعد المحدد للموكب. بضرب الرصاص والغاز المسيل للدموع. Also erstmal genau am 6. Ich habe was vergessen, vielleicht muss ich das ergänzen. Am 6. April wurde praktisch die Proteste wurden vor dem Militärsitz in Khartoum festgelegt. Und wir sind von drei verschiedenen Stadtvierteln Richtung Militärkommando oder Sitz gegangen.
رغم انه قبل ثلاث ساعتين عرفنا انه القوات النظاميه هي استعدادها كيف بالنسبه لنا ولمواجهتنا، بس الحاجه دي ما خوفتنا، ادتنا قوه اكثر انه يوم الليله حيكون يوم عظيم فلازم نطلع. Und wir wissen genau, dass die Militärkräfte wollten einfach uns zerschlagen, auch mit Gewalt und mit Brutalität, aber wir hatten keine Angst und wir haben aus dem Tag einen guten Tag und einen super Tag gemacht. فكانت الساعة واحدة وكانت كل المواكب من كل المناطق المحيطة بالقيادة العامة اتحركت على القيادة العامة، ضربت رصاص، ضربت غاز مسيل للدموع، الناس رجعت اتلاقت تاني ورجعت واصلت، وشايفين كل الحاجات دي، بس شايفين القيادة قدامنا، شايفين انه احنا ماشيين صح، احنا ماشيين في طريقنا صح، فاحنا لازم نصل. Um 13 Uhr fing alles an und wir haben einfach wirklich diese militärische Aktion auch ignoriert. Wir haben einfach ein Ziel gehabt oder vor Auge, nämlich wir sind auf dem richtigen Weg und wir gehen so weiter. فوصلنا القيادة العامة، بعدها القيادة بقت عبارة عن سودان مصغر، كل السودانيين جو من كل السودان، من عطبرة، من دارفور، من الشرق، من الشمال، من كل ولايات السودان اتحركوا على القيادة العامة. الاعتصام استمر من يوم 6 أبريل لحد يوم 3/6. Also praktisch vor der Sitz des Militärs war das praktisch ein kleines Sudan. Alle Menschen kamen aus verschiedenen Provinzen aus dem Sudan, Darfur und aus dem Norden, aus dem Westen, aus dem Osten. Und alle waren dort praktisch versammelt und die Proteste verliefen bis Juni. فاحتسام القيادة العامة كان أعظم حاجة مرت في تاريخ السودان، عشنا فيه أجمل أيام حياتنا إلى حد يوم الفطر. An sich kann man sagen, also die Proteste vor dem Militärsitz waren die besten Tage des Sudans. Und ich glaube, das sind auch die besten Tage für uns, für die Sudanesen gewesen. اتفضل الاعتصام يوم 3/6 بطريقة وحشية جدا، كان ما يسمى بمجزرة القيادة العامة حرفيا. An sich wurde dieser Protest am 3. Juni mit Brutalität einfach Also am 3. wurde auch ein Massaker, also viele wurden ermordet an dem Tag. ففي فترة الاعتصام كان يتحول الوضع، بعد أربع يوم من الاعتصام تم إسقاط النظام السابق، في يوم 11 أبريل تم إسقاط عمر البشير، بس بالنسبة لنا ما كان كافي عشان نرجع، إحنا ما طلعنا عشان نسقط عمر البشير بس. Wir wollten nicht nur Omar al-Bashir auch abstürzen, wir wollten eigentlich auch das ganze System an sich auch في اليوم التالي سقط ابن عوف، بس برضو ابن عوف وعمر البشير هم مجرد أسماء من نظام قمعي متغلغل في السودان من 30 سنة، فإحنا هدفنا كان إسقاط النظام البائد ككل، ما عمر البشير، ما ابن عوف، ما أسامي نظام. Nicht nur Omar al-Bashir, nicht ابن عوف. Wir wollten wirklich das ganze System. Wir wollten nicht nur Namen, sondern wir wollten das ganze korrupte System abstürzen. Allah, thank you very much. I think this. Vielen herzlichen Dank, Allah. Ich denke, das hat uns jetzt direkt zum Kern des Themas gebracht. Wenn Sie sprechen, bekommt man den Eindruck, dass also man bekommt quasi schon ein Gefühl dafür, was dort passiert ist. Vielen Dank dafür. Jetzt möchte ich mich an Musab wenden mit einer Frage, die Allah eigentlich gerade schon sehr gut erklärt hat, nämlich der Kontext im Sudan. Es ist hoch militarisiert und Aktivisten wurden stark Gewalt ausgesetzt und das Massaker in Khartoum war quasi der Höhepunkt dessen. Und in diesem Kontext möchte ich Sie fragen, wie können Sie erklären, dass es möglich wurde für die Menschen, dass sie an diesen gewaltfreien Kampf geglaubt haben, an Ungehorsam, an diese Bewegung, die einfach keinerlei Gewalt eingesetzt hat? Glauben Sie nicht, dass das damals quasi fast unmöglich schien? Wie Allah ja bereits geschildert hat, gab es diese starke Repression. Ja, vielen Dank. Allah hat es ja schon gesagt. Es ist ein Zusammenführen von verschiedenen Kämpfen in Sudan. Es ist ein sehr militarisiertes Umfeld, die
alt genug sind, werden sich daran erinnern, dass sie im Rahmen von Sudan immer mit Bürgerkriegen zu tun hatten. Die Rebellion im Süden, die ging ja schon vor 1950, vor der Unabhängigkeit los. Es gab weiter Bürgerkriege, aber es gab immer wieder Bestrebungen, die Repression aus dem Zentrum überwinden. Das heißt, es gab jede Menge Regierungen in Khartoum und das Problem kam immer von Khartoum aus. Es gab immer aus Khartoum die Bestrebungen, die Randregionen zu unterdrücken. Darfur dann gab es, man wollte immer gegen die Rebellen vorgehen. Also, und so hat man das dann immer gemacht, dass man bewaffnete Gruppen gegen andere bewaffnete Gruppen aufstachelte. Und in Parallel gab es immer einen bewaffneten Kampf gegen Khartoum, aber es gab immer eine starke, gewaltfreie Widerstand gegen diese Regierungen. Dann gab es 84 und 64 ja durchaus Erfolge, Diktatoren vom Thron zu stoßen. Ja. Man versucht natürlich immer zu teilen. Das ist sehr rassistisch, was da passiert, den indigenen Gruppen aus dem Norden und aus dem Süden, und versucht immer zu teilen. Es gibt immer sozusagen einen ethnischen Kampf, aber auch einen religiösen Teil davon. Dschihad, der erklärt wurde gegen den Süden, wurde vom Staat selbst befördert. Aber dann gab es irgendwann mal einen Bruchpunkt. Seit 1989, die politischen Teile, die Teil der Freiheitsbewegung heute sind, waren teilweise auch früher im bewaffneten Kampf Ende der 90er. Und dann gab es irgendwann mal diesen Punkt, wo das gekippt ist. Dann gab es die Spitze des bewaffneten Kampfes gegen die Regierung. Es gab überall aus den marginalisierten Bereichen, aus Darfur, aus den Bergen, überall bewaffnete Kämpfer gegen Khartoum. Aber dann hatten sie aber auch gleichzeitig die größten Proteste, die man 2013 dann überall gesehen hat. Und Allah hat etwas Interessantes gesagt. Wenn die, wenn man so gegen die Protestierenden vorgeht, dann riechen sie Blut. Sie sehen dann auch sozusagen die Schwäche der Regierung und versucht dann auch Taktiken verwenden, die gleichen Taktiken, die man verwendet gegen bewaffnete Kombattanten. Die Leute haben verstanden, was da Leute ist. Und wenn sie dann auf 18. Dezember dann gesprungen sind, dann ist etwas passiert, was noch nie in der Geschichte Sudans passiert war. Es gab Protesten in Maizen, am Blue Nil, im südöstlichen Bereich Sudan, in Al-Fashir und in Darfur dann. Und dann ging das bis nach Khartoum weiter. Und als es dann in Khartoum getroffen war, diese Proteste, dann gab es das erste Mal in der Geschichte des Sudans alle aus dem Osten, dem Süden, dem Westen und dem Norden des Sudans, die zusammen auf die Straßen gegangen sind. Und man hat dort sozusagen diese gewaltlose Natur des Protests unterstrichen. Alle hatten Waffen, aber die gewinnende Strategie muss eine Massenbewegung sein, eine gewaltlose Bewegung sein. Denn mit der Gewaltlosigkeit kriegen sie viel mehr Leute an Bord als mit einem bewaffneten Kampf. Und das hat Vertrauen gebracht für die Leute in Khartoum, im Zentrum und auch in der Peripherie. Man hat dann die Protestmärsche gehabt, geschrieben, ganz spezifisch dann auch entwickelt, Forderungen, diese Regierung muss weg. Das heißt, die gewaltlose Taktik war sozusagen der Gipfel dieser gesamten sudanesischen Kämpfe, die es über die Jahrzehnte gegeben hatte. Ich möchte Sie folgendes sagen. Man sagt ja viel häufig, Sudan gibt es Peripherie.
Sie haben ja gesprochen von Ihrer Motivation, selbst Aktivist zu werden. Was hat Sie inspiriert? Wahrscheinlich die Widerstand der Communities in der Peripherie. Können Sie uns Beispiele geben? Wir haben ja einen Film gesehen. Da gibt es sehr weit entlegene Gebiete, wo sehr mutige Leute mit Puppen sozusagen die Brutalität des al-Bashir-Regimes karikiert haben. Können Sie uns ein Beispiel geben? Ja, die Konfliktzonen im Sudan, das sind Generationen, die seit der Zentralregierung Gewalt ausgesetzt worden ist. Und wenn Sie in diese Bereiche gehen, wenn Sie dann diese Teenager sehen, ihre Eltern und die Großeltern, die haben gelitten unter militärischen Attacken seitens der Zentralregierung. Und sie konnten sich nichtsdestotrotz politisch organisieren. Nicht nur eine gewalttätige Antwort auf Gewalt gegen sie, sondern sie waren auch in der Lage, sich politisch zu organisieren und zu sehen, dass nicht jeder im Norden ihr Feind ist und dass es eine Regierungsstruktur gibt, dass es ein System gibt, dass es ein Regime gibt, dass es verschiedene Institutionen hat und so weiter, die alle gegen sie gerichtet sind. Und man hat aber auch Kultur eingesetzt und die sozialen Bindungen als Form des Widerstands in den Bergen. Denn nur wo Bergen haben sie auch Menschen, die sich Dinge anschauen, Musikfestivals, Ringen und so weiter. Und dann kommt man mit den Nachbarn zusammen aus den verschiedenen ethnischen Gruppen, die verschiedenen Gemeinden, die sich dann zusammenkommen, sich gegenseitig beruhigen, die also das soziale Netz knüpfen und sich auch gegenseitig daran erinnern, warum sie eigentlich kämpfen. Und das kombiniert, das sind geschlossene Bereiche. Wenn Sie in Darfur zum Beispiel sich bewegen, da sehen Sie, dass die Leute dort, dass sie so lange sozusagen angegriffen worden sind, aber sie waren nicht nur in der Lage zu überleben, sich am Leben zu erhalten, Nahrungsmittel zu organisieren. Die haben auch ein soziales Netz verknüpfen können und sie haben sich auch ausdrücken können, im Sinne von, wir wollen, dass Bashir weggeht, wir wollen, dass das Regime weggeht. Ja? Ja, vielen Dank, sehr beeindruckend, was Sie uns da sagen muss. Aber ich bin mir sicher, dass es da sehr viel mehr Beispiele gibt. Sudan scheint mir immer ein sehr komplexes Land zu sein. Und es ist mir immer sehr ich bin immer sehr dankbar, wenn jemand in der Lage ist, die Komplexität einfach mal auch zu erläutern. Ich wollte ganz kurz auch über die derzeitige Situation sprechen, die immer noch sehr brüchig ist und sehr volatil ist. Und vielleicht können Sie kurz darlegen, was die großen Herausforderungen sind. Wir haben eine Übergangsregierung im Moment, die es jetzt seit 3 Jahren gibt. Es sind immer noch die alten Kräfte, immer noch die alten Vertreter des alten Regimes, die immer noch viel Macht haben, zusätzlich zu den neuen zivilen Mandatsträgern. Können Sie uns erklären, was da passiert? Die größte Herausforderung ist wieder die Herausforderung der Militarisierung. Wir reden hier nicht über ein organisiertes Militär, das Land regiert, sondern wir reden hier von jede Menge Milizen. Viele davon sind formalisiert worden, legitimisiert worden, nicht nur von der Regierung, sondern auch von der internationalen Gemeinschaft. Es gibt die Rapid Support Forces zum Beispiel, ist eine Herausforderung. Das ist eine Miliz, die gewachsen ist, legitimiert worden ist und mehr oder weniger das Land führt, politisch und auch wirtschaftlich. Keine komplette Kontrolle, aber man ist da sehr mächtig und hat da einige Hebel in der Hand für wichtige Aspekte fürs Land. Zum Beispiel, diese Milizen kontrollieren einen großen Bereich des Bergbaus. Gold ist Nummer 1 Export gut geworden nach der Abtrennung vom Süden. Das heißt, diese Miliz konzentriert sich und kontrolliert den Bergbau. Das ist natürlich jetzt ein Problem, denn die Miliz kann sich jetzt selber finanzieren. Wir brauchen das Geld der Regierung nicht mehr, sagen sie. Wir haben unser eigenes Geld. Als ob das was Gutes wäre.
man tut so, als würde man dem der Regierung Geld ersparen, aber das ist eher eigentlich beängstigend. Aber die Kriegswirtschaft ist selbst auch ein großes Problem. Wie viel geht Richtung Sicherheitsapparat, Milizen, Regierungsmilitär? Das führt dann zu ganz unterschiedlichen Problemen. Zum Beispiel, wir haben eine Website, ein Network nennen wir das. Wir berichten über die Milizen und über die Konflikte und die Dynamik. Wir schauen uns die Suchergebnisse an, die Suchbegriffe, die zu unserer Website führen. Und der Hauptsuchbegriff ist ASA Job. Das heißt, junge Leute, die einen Job brauchen, die bei diesen Rapid Support Forces dann einen Job haben wollen, weil die gut bezahlen. Das sind Herausforderungen. Das ist das Kanonenfutter, das war die Jugend in all diesen Kriegen. Und wie kriegen wir jetzt Optionen hin für die Jugend, dass sie nicht wieder getrieben werden in die Richtung der Milizen, in die Richtung der Militarisierung? Ja, dann die zweite Herausforderung ist ja dann also der Jugend Arbeit zu geben. Ja. Ja, vielen Dank an Sie beide. Wir kommen sicherlich bei der Fragerunde wieder auf den Sudan zurück. Aber jetzt möchte ich gerne reden, wir haben ja über die Region gesprochen. Wir haben ja drei Länder ausgesucht hier aus der Region. Dann möchte ich über Äthiopien sprechen. Äthiopien scheint sich ja anders zu entwickeln. Ich habe es ja schon im Eingang gesagt. Es gibt hier Reformen in der Regierung und der dominanten politischen Partei, die hier an der Regierung ist schon lange, mit dem neuen Premierminister. Was ist, Abiy Ahmed ist jetzt da. Wie konnte das passieren, dass er an die Macht kam und was bringt das? Ja, vielen Dank. Ja, okay. Hi everyone. Hallo, einen schönen guten Abend. Also die Reformen in Äthiopien waren für mich und für die Äthiopier und die übrige Welt schockierend. Also die kamen sehr unerwartet nach 27 Jahren der Diktatur, nach 27 Jahren, in denen wir nicht in der Lage waren zu atmen, in denen wir eingeschränkt wurden. Dass ich jetzt hier nach Berlin kommen kann und über äthiopische Politik sprechen kann, ist wirklich eine große Sache. Und natürlich bergen die Reformen auch Herausforderungen. Äthiopien hat eine komplexe Gesellschaft. Wir haben ethnische Gruppen mit unterschiedlichen Interessen. Und ich denke, dass das natürlich eine große Herausforderung auch für die gegenwärtige Regierung darstellt. Wir sind sehr polarisiert. Ich denke nicht, dass wir eine gemeinsame Agenda haben, obwohl ich natürlich die Reform von Abiy Ahmed begrüße, insbesondere auch mit Blick auf Frauen. Neben Ruanda sind wir jetzt ein Land, das die Gender Parity erreicht hat, also Gleichbehandlung der Geschlechter. Wir haben die ersten Frauen im Parlament und ich dachte schon, es wird die erste Premierministerin oder Ministerpräsidentin geben, aber da werden wir sicherlich noch hinkommen. Wir haben eine Parlamentspräsidentin auch. Und also es gibt Veränderungen in der oberen Regierungsebene, die allerdings noch nicht ganz nach unten in die Gesellschaft vorgedrungen sind. Insbesondere für mich als radikaler Feministin, die ich aus einem Land komme, in dem einem gesagt wird, du musst leises, ein Stillschweigen bewahren, nicht nur als Frau, sondern als Gesellschaft. Und es gibt einen Satz, der sagt, es ist besser, leise zu sein, als Geräusche zu machen oder laut zu sein. Weil wenn man leise ist, dann stirbt man wenigstens nicht. Aber das stimmt nicht, weil unser Stillschweigen uns ja umbringt. Die Tatsache, dass wir nicht laut sprechen konnten. Also egal, was man macht, man stirbt. Insofern ist es immer besser, sich zu äußern und seine Stimme zu erheben und seine Träume zu verfolgen. Also in Bezug auf das, was Abiy Ahmed machen konnte bisher, waren Veränderungen in der oberen Regierungsebene. Aber ich bin natürlich Feministin und obwohl ich natürlich auch gerne Ministerpräsidentin wäre, denke ich, müssen wir auch sehen, dass die Regierung nicht nur aus der Regierung kommt. Ich bin natürlich auch Teil der Zivilgesellschaft, ich bin Teil von Aktivisten und ich denke, dadurch erzielen wir auch Veränderungen. Also ob ich jetzt Ministerpräsidentin werden möchte oder nicht, das muss ich immer noch mit mir ausmachen. Aber wie bereits gesagt, Regierungen sind notwendig und erforderlich, aber wir müssen sie auch immer ein bisschen drängen. Und wenn wir das nicht machen, dann denkt man vielleicht, dass das, was Abiy Ahmed für Äthiopien gemacht hat,
ein Wohltat war, aber ich denke, er muss das einfach machen und er muss noch mehr davon machen. Es reicht einfach noch nicht. Wenn ich durch die Straßen laufe, fühle ich mich nicht sicher. Ich fühle mich sexuell belästigt. Und natürlich ist eine weibliche Präsidentin gut, aber was bedeutet das für die Frauen in Äthiopien? Kann man das umsetzen in das tägliche Leben, auch in der Wirtschaft? Was sind da die Veränderungen? Was sind die Veränderungen in Bezug auf Binnenvertriebene? Und Ali Ahmed. Also, was bedeutet das für uns, für die Menschen? Und also, ich denke, die Veränderungen sind gut, aber es braucht noch viel Drängen von Seiten der Gesellschaft und das machen wir jetzt. Also, Sie haben jetzt entschieden, dass Sie noch eine Weile in der Zivilgesellschaft bleiben. Ich würde gerne wissen, was Sie zu dieser feministischen Aktivistin gemacht hat. Sie haben ja bereits gesagt, die Stimme zu erheben war ein Bedürfnis und war wichtig, aber was hat Sie zu einer Aktivistin gemacht? Naja, es braucht ziemlich viel. Also manchmal wünschte ich mir, ich wäre da, wo alle anderen auch wären. Aber für mich ist das auch ganz natürlich. Also ich denke, dass Aktivisten mehr spüren oder mehr wahrnehmen als die allgemeine Öffentlichkeit. Also das Aktivistendasein ist für mich einfach eine Notwendigkeit. Also ich wünschte, ich müsste nicht ständig wütend sein und ständig laut sein. Also ich wünschte, dass ich nicht jeden Tag in Lebensgefahr wäre. Also ich wünschte, ich wäre wie jeder andere, aber das geht so nicht. Denn die Situation um mich herum erfordert das. Und ich wurde Aktivistin, weil ich frei leben möchte. Wenn ich in den Straßen laufe, möchte ich nicht, dass Männer mich sexuell belästigen. Oder wenn ich in ein anderes Land reise, möchte ich nicht als Kriminelle betrachtet werden. Das will ich nicht. Ich bin ein Mensch. Ich möchte, dass ich auch in meinem Menschsein erkannt werde. Das macht mich zu Aktivisten. Dadurch möchte ich meine Meinung auch äußern und gehört werden. Also die Situation um mich herum ist nicht einfach. Aber wenn die Welt ein besserer Ort wäre, dann denke ich, gäbe es keine Aktivisten. Also dann wäre ich wahrscheinlich Künstlerin. Und ich sehe auch aus wie eine Künstlerin, denke ich. Eher als, wie eine Künstlerin als eine Aktivistin. Also da haben wir noch einige Optionen, einige Alternativen für Sie. Ich möchte ein bisschen in dem Bereich weitermachen. Es gibt Reformen ja von oben, haben Sie gesagt, durch den Ministerpräsidenten, der angekündigt hat, dass es mehr weibliche Minister geben sollte. Die erste Präsidentin haben Sie ja schon angesprochen. Und Sie haben ja auch eine Rede gehalten, in der seine Mutter anspricht und das ist zuvor noch nicht vorgekommen, dass jemand seine Mutter in der Öffentlichkeit als eine großartige Frau darstellt und er hat also viel von oben gemacht. Sie leben in einem Land, in dem die Geschlechtergerechtigkeit noch sehr weit weg scheint und der das patriarchale System scheint die soziale Norm zu sein. Glauben Sie, dass Sie auf dem Weg zur Gendergerechtigkeit sind? Und wenn ja, wie? Also ich denke, dass natürlich die Menschen, die Frauen ebenfalls natürlich ganz normal einbezogen werden müssen. Also manchmal werden sie nur benutzt, um die Zahlen aufzufüllen sozusagen. Also wenn man dann sagen kann, okay, das ist ein Land, das hier und also in bestimmten Positionen Frauen einbezieht, aber darum geht es nicht. Also es geht um die allgemeine Teilhabe. Frauen sind natürlich auch eine sehr politische Gruppe und es gibt Bewegungen und Bestrebungen, die in Äthiopien entstehen, die sich selbst als feministisch bezeichnen und sich selbst als Feministin oder Aktivistin in Äthiopien zu bezeichnen, ist so. Also da wird man betrachtet als diejenigen, die Probleme schaffen, diejenigen, die immer im Fernsehen sprechen, also die agitieren, Systeme zerstören sozusagen. Also wir werden manchmal als Feinde betrachtet. Also in manchen Ländern werden Aktivisten unterstützt, wir in Äthiopien allerdings nicht. Wir werden genauso gehasst wie die Regierung. Das heißt, das ist wirklich eine Herausforderung, die Menschen zu überzeugen und ihnen zu sagen, wir stehen auf eurer Seite, wir sind für Veränderung, und zwar Veränderung für uns alle, also Frauen müssen mehr Macht bekommen und natürlich das Aufbrechen bestimmter Strukturen, davon sind wir noch lange entfernt. Es gibt Setawit, eine feministische Gruppe in Äthiopien, das ist die erste feministische Organisation in Äthiopien. Die anderen sind eher Frauenorganisationen angegliedert, das ist sicherer. Wenn man jetzt sagt, man ist Feministin, dann sagen viele, ach, sie hassen ja Männer. Und dann sagt man, naja, ich hasse keine Männer, aber ich hasse das patriarchalische System. Denn das ist das System, was uns Probleme macht.
würden Sie sagen, wenn man jetzt sagt, man hat das patriarchale System, gibt es da eine Verbindung zur Demokratie? Natürlich. Denn soweit ich Demokratie verstehe, ist das die Machtausübung durch die Menschen, durch die Bevölkerung. Also Sie haben in Deutschland beispielsweise auch eine Kanzlerin. Das ist natürlich ganz gut. Aber die Politik wird immer noch von Männern dominiert. Also der politische Raum scheint das Geburtsrecht der Männer zu sein, aber es ist unser aller Recht. Und deshalb sollte ich vielleicht doch die erste Ministerpräsidentin sein, um wirklich zeigen zu können, dass wir Ministerpräsidentin sein können, dass wir führende Politiker sein können. Die Führungspositionen sind nicht den Männern vorbehalten. Also wir haben patriarchalische Strukturen und die Demokratie ist natürlich auch ein System der Männer, wie die Welt heute ist, oder der Menschen. Allerdings in der Realität sind es eben doch oft Männer. Das heißt, wir sind noch nicht da, wo wir eigentlich hinkommen wollen. Mehr Frauen müssen in das System integriert werden. Und das wäre sicherlich für uns alle besser, nicht nur für die Frauen, sondern für die Gesellschaft insgesamt. Sagen Sie jetzt, dass bei aller Kritik das, was Amin getan hat, also Frauen in diese Positionen zu bringen und dadurch natürlich auch ein starkes Signal an die Frauen im Land auszusenden, dass sie wirklich auch im täglichen Leben bestimmte Dinge erreichen können, sich gegen eine frühe Verheiratung und ähnliche Dinge wenden können. Also gibt es dieses Zeichen? Wird das gefühlt in der Bevölkerung? Ja, natürlich. Also er hat ja, wie gesagt, schon über seine Mutter gesprochen. Und natürlich ist es sehr verbreitet, die eigene Mutter zu loben. Aber andere Frauen werden normalerweise nicht als ausreichend wert betrachtet, sozusagen. Er ist eine komplexe Figur und ich denke, dass er sehr wichtig ist. Aber ich glaube nicht, dass die politische Führung in der oberen Hierarchie der Regierung die Situation für Frauen wirklich verändern kann. Weil um natürlich Teil des Clubs zu sein, muss man den politischen Vorgaben und Regeln folgen. Und wie bereits gesagt, er tut uns natürlich keinen Gefallen. Er macht einfach das, was er tun muss. Und um Teil dieser Gruppe zu werden, dieses Clubs zu werden, muss man natürlich auch seiner Politik folgen. Und ich denke, darum geht es beim Feminismus und der Vision, die wir haben von der Welt. Also noch viel zu tun für die zivilgesellschaftlichen Organisationen und einzelnen Aktivisten. Sie nennen sich selber Pan-Afrikanistin oder pan-afrikanische Womanistin sozusagen. Können Sie uns sagen, was dieser Pan-Afrikanismus für den Raum bedeutet? Naja, ich denke, die Zukunft Afrikas hängt von der Einheit Afrikas ab. Ich denke, dass wir Interessen aus allen Bereichen sehen. Natürlich sehen wir auch chinesische und globale Interessen. Also Afrika muss wirklich eine starke Kraft sein. Und das bezieht sich auf die politischen Aspekte. Aber Pan-Afrikanismus bezieht sich auch auf soziale Einheit, die Einheit der Menschen in Afrika, dass man versteht, dass wir ein gemeinsames Ziel haben und dass wir natürlich auch das gemeinsame Ziel erreichen wollen, und zwar gemeinsam. Also in dieser Hinsicht geht es darum, auch dieses patriarchalische System natürlich zu überwinden. Also damit kämpfe ich immer noch als Feministin natürlich und eine pan-afrikanische Frau zu sein, oder auch Feministin, da wird man häufig dafür kritisiert, dass man ein Konzept vertritt, das von außen kommt, aus dem Westen kommt. Also wenn ich mich als panafrikanische Frauenkämpferin betrachte, dann trete ich in die Fußstapfen meiner Mutter sozusagen, die mir erlaubt hat, meiner Stimme Gehör zu verschaffen. Also darum geht es bei meinem panafrikanischen Kampf für Frauen. Also das Wissen, das von Afrikanern produziert wird, muss berücksichtigt werden. Natürlich auch die Tatsache, dass Afrikaner die Lösung für afrikanische Probleme darstellen. I think we will
zu diesem Thema und kommen wir später sicherlich nochmal zurück. Ich möchte aber auch mit Veni über Eritrea reden. Wer jetzt kein Deutsch versteht, wieder die Übersetzung nutzen. And you will have to use the earphones, because I will speak in German and pose the questions in German. Veni, Eritrea. Eritrea leidet unter diktatorischer Führung des Präsidenten Isaias Afewerki, ich habe es eingangs gesagt, seit 28 Jahren. Es gibt keine Legislative, keine unabhängigen zivilgesellschaftlichen Organisationen oder Medien, keine unabhängige Justiz. Wie wir wissen, muss jeder Eritreer in seinem oder bis zu ihrem oder seinem 18. Lebensjahr diesen Nationaldienst, der nicht zeitlich bestimmt ist, ausüben, der eigentlich in den meisten Fällen Zwangsarbeit gleichkommt. Die Leute verlassen das Land, sobald es Möglichkeiten gibt. 12% sagt man, wahrscheinlich sind es mehr. Eritreer sind bereits außer Landes, die Exilgemeinden wachsen. Du selber bist ja in Deutschland geboren und hättest irgendjemand, Simdena sagte das gerade, sie hätte so gern dieses unbeschwerte Leben. Du hättest es ja fernab von Eritrea haben können. Was hat dich dazu bewogen, Aktivistin zu werden und warum United for Eritrea? Wenn ich zurückgehe in meine Kindheit, ich bin ja hier in Deutschland geboren, mein Vater war ELF-Kämpfer, meine Mutter ist mit zwei meiner Geschwister nach Deutschland geflohen und die Geschichten meines Vaters als Kind waren immer von der Front, vom Krieg, die er mir erzählt hat. Und es hat mich total beeindruckt, das Kind, und ich wollte als Kind auch Soldatin werden und für Eritrea kämpfen. Und da gibt es so eine, also ich kann mich noch ganz genau erinnern, 1989 habe ich zu meinem Vater immer wieder gesagt, aber du weißt doch gar nicht, wie der ist, der Mann, der Isaias, der von der anderen Partei ist, der General ist. Und was ich nie vergessen habe, war, dass mein Vater mir 1989 schon gesagt hat, wenn dieser Mann eines Tages an die Macht kommt, wird Eritrea das erleben, was es noch nie erlebt hat. Noch viel schlimmer wie die Kolonialisierung, noch viel schlimmer zu Zeiten von Derge. Und es ist eingetroffen. Und ich habe natürlich ein Privileg, dass ich hier in Deutschland geboren bin. Hatte schon immer eine soziale Ader. Ich glaube, wenn ich nicht für Eritrea kämpfen würde, würde ich irgendwas anders machen. Mich hat als kleines Kind immer Mutter Teresa inspiriert, die irgendwo in irgendwelchen Flüchtlingscamps war. Und dieses Privileg muss ich auf jeden Fall nutzen für meine Geschwister und für mein Volk, das unter so einer langen Unterdrückung leidet und das schon seit Hunderten von Jahren. Einmal die Kolonialzeit, dann diese Zeit der Unterdrückung mit Äthiopien, 30 Jahre Unabhängigkeitskrieg und jetzt 28 Jahre eine ungewählte Regierung, die als Übergangsregierung an die Macht gekommen ist und bis heute noch da ist und das Volk eigentlich in Angst und Schrecken versetzen tut und die Menschen jegliche Möglichkeiten suchen, sobald sie die Möglichkeit finden, das Land zu verlassen. Und das macht mich traurig und ich sehe mich in der Verantwortung, weil ich hier groß geworden bin, hier geboren bin, mich für diese Ungerechtigkeit in meiner Heimat oder in der Heimat meiner Eltern einzusetzen. Danke. Aktivismus also in der Diaspora. Ich wollte von dir ein bisschen mehr darüber erfahren, was das eigentlich bedeutet, weil von den anderen haben wir über den Aktivismus auf den Straßen ihres Heimatlands gehört. Ihr seid hier, ihr seid in vielen europäischen, anderen internationalen Ländern, vereint euch. Was sind die Herausforderungen dabei, aus der Diaspora heraus einen demokratischen Wandel zu fordern? Und gibt es überhaupt Chancen für euch, euch irgendwie zu verbinden mit den Menschen innerhalb Eritreas? Also im Moment schaut es auf jeden Fall schon besser aus. Die Oppositionsbewegung gibt es ja schon seit den 80er Jahren, dass eritreische Menschen sich zusammengetan haben in Vereine, Parteien und sich dafür eingesetzt haben. United for Eritrea gibt es jetzt etwa seit 9 Jahren.
Und vor diesen 9 Jahren bin ich so ein bisschen mit meinem Vater in der Partei mitgeschwommen. Und es war ein bisschen schwierig, da auch ernst genommen zu werden. Als junges Mädchen hier geboren, groß geworden. Ach, du hast doch gar keine Ahnung. Und dann wurde United für Eritrea gegründet und man ist auf mich zugekommen. Und ich habe mich total gefreut, dass... Das war wie Geburtstag, Weihnachten in einem. Es gab endlich junge Eritreer in der Diaspora, die genauso denken und fühlen wie ich und bereit sind, das Gleiche zu geben wie ich auch. Und es war ein langer Kampf für United for Eritrea in der Oppositionsbewegung, weil man hat uns so ein bisschen als Kinder gesehen. Klar, wir konnten Briefe schreiben, wir konnten andere Dinge machen, die unsere Eltern, die für sie einfach schwieriger waren. Aber wir waren halt immer diese Kinder. Wenn man über uns gesprochen hat, dann war es immer diese Kleinen, diese Kinder. Und es war immer wieder, dass wir sagen mussten, hey, wir sind erwachsen. Ich zum Beispiel habe schon ein Kind, einen Sohn und wir sind eigentlich auf der gleichen Ebene. Es hat einige Jahre gedauert und heute kann ich sagen, dass wir auf derselben Ebene sind, dass wir miteinander gemeinsam arbeiten an ganz vielen Dingen. Und dadurch, dass sich jetzt, davor die ganzen Jahre gab es immer so eine Kommunikation über Oppositionsradio, Radio Erena und diese ganzen Dinge. Und in Eritrea haben die Leute, wenn sie zufällig Internet hatten, heimlich dann sonntags dieses Radio gehört. Ganz heimlich, still und leise. Jetzt haben wir seit etwa über einem Jahr Erisat. Das ist ein Fernsehsender, der aus Europa ausgestrahlt wird. Der hat gelangt auch nach Eritrea. Das ist das Gute, weil er in etwa so mit ERI-TV steht von einem Satellit. Das ist perfekt. Und da werden jetzt gehen viele Dinge nach innen rein praktisch. Also es gibt viele YouTuber, die Aufklärungsarbeit leisten auf Tigrinya, die auch erklären, was Demokratie ist und diese ganzen Dinge. Es gibt Nachrichten, die ausgestrahlt werden. Und 7 Tage die Woche, 24 Stunden gibt es dieses ERISAT. Und das ist eigentlich... ein ganz toller, super Weg nach innen hinein, weil wir auch von Geflüchteten wissen, dass ihre Geschwister das anhören, sich anschauen. Und und auch diese YouTuber können gesehen werden? Nee, es gibt keine Internetzugänge, oder? Nee, aber diese YouTuber, die machen ihre Nachrichtensendung von 20, 15 Minuten und die werden dann auf ERISAT. Ah, okay. Die werden dann ERISAT drüber gestrahlt. Genau, weil Internet ist ganz schwierig in Eritrea. Genau. Und lass uns nochmal über diesen Generationswechsel sprechen. Du hast ja gesagt, so, wir wurden nicht so ernst genommen. Gleichzeitig wissen wir von diesen vielen Oppositionsgruppen, die eben auch schon lange existieren und die alten Kämpfer zusammengebracht haben, auch, dass sie fragmentiert geblieben sind. Dass sie auch entlang der früheren Befreiungsbewegungen, Parteiungen darin agiert haben, auch entlang religiöser, ethnischer Zugehörigkeiten. Und jetzt kommt ihr und sagt, Eritrea United. Liegt in diesem Generationswechsel, dass die jüngeren Eritreer jetzt und Eritreerinnen in der Diaspora mobil machen, liegt darin auch eine Chance, die Opposition stärker zusammenzubringen und diese Fragmentierungen zu überwinden? Ja, also wir waren auf jeden Fall ein Weg bei United for Eritrea. Wir haben bewusst diesen Namen gewählt und wir haben Dinge auch in den letzten Jahren zustande gebracht, von einzelnen Parteienmitgliedern, die wir zu Podiumsdiskussionen eingeladen haben, die davor eigentlich sonst nie miteinander wirklich kommuniziert haben, dass diese Dinge stattgefunden haben. United bedeutet für uns, dass wir wirklich versuchen, mit jedem zusammenzuarbeiten. Und wir haben auch oft genug mit den Regierungstreuen, vor allem junge Menschen, sind ja sehr stark, die Regierungstreu sind Young PFDJ, auch oft versucht zu kontaktieren, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Diese Möglichkeit gab es leider nicht. Also das Einzige, was sie machen oder gemacht haben, war, wenn wir Dinge gepostet haben auf Facebook, uns zu beleidigen, es zu kritisieren oder zu verleumden, aber sich nicht mit uns an einen Tisch zu setzen. Und ja, also wir sehen uns da auf jeden Fall jemand, der diplomatisch versucht, alle irgendwie zusammen an einen Tisch zu bekommen. Und vielleicht als letzte Frage noch an dich, Rainy. Woher nimmst du den Optimismus, dass es doch noch zu einem Wandel kommt? Wir haben heute im Auswärtigen Amt gesessen und so ein bisschen gehört, da gibt es durchaus Optimismus,
dass es zum Wandel kommen wird. Woher nimmst du den oder ihr als Gruppe? Also ich kann für mich sprechen und ich will gar nicht daran denken, dass es nicht passieren kann. Was habe ich dann in den letzten Jahren gemacht? Also dann würden die Leute sagen, genau das war's, hast du umsonst gemacht. Und meine Theorie ist, in 2 Jahren ist es dann vorbei. Also wir hatten... Das ist mal ein vernünftiger Optimismus. Ja, wir hatten 30 Jahre Unabhängigkeitskrieg. Im Moment 28 Jahre Versklavung durch Isaias Afwerki. Und ich glaube, in 2 Jahren ist es soweit. Wir haben ein Fernsehen, das nach innen reingeht, mehr Bewegung. Wir hatten jetzt auch letztes Jahr im September hatten wir eine Konferenz mit Aktivisten aus ganz Europa, Einzelaktivisten eritreischen. Und das bedeutet uns sehr viel, mit jungen Menschen, die sonst immer alleine in ganz Europa unterwegs sind, gemeinsam ein riesengroßes Projekt gemeinsam zu starten. Und das bedeutet für uns nochmal, es passiert was. Wir hoffen darauf, dass wir in 2 Jahren gemeinsam alle im Flugzeug sitzen und nach Asmara fliegen. So ähnlich wie die Äthiopier, die zurückgekehrt sind. Wir hoffen auch sehr darauf und vielleicht dann sogar auf den ersten weiblichen Premierminister in Eritrea. Das wäre natürlich toll, darüber zu reden. Ohne jetzt irgendwelche Name-Dropping hier zu üben. United für Eritrea muss ich auch sagen, oft denkt man ja, politisch sind da viel mehr Männer unterwegs. United für Eritrea wird von Frauen dominiert. Wir haben sehr wenig Männer. Einige sitzen hier, glaube ich, und klatschen mit oder sind zumindest in der Unterstützung. Ich will noch mal eine Frage, bevor ich an Sie öffnen möchte mit Fragen und Kommentaren und Erläuterungen, möchte ich noch mal so aufgreifen, was wir vorhin von Simdena gehört haben zu ihrem Verständnis von Pan-Africanism. Und zwar... Die Frage, sorry, ich glaube, ich bleibe jetzt im Deutschen kurz, weil die Kopfhörer noch auf sind. Die Frage an euch, was bringt euch zusammen in euren Aktivismus? Welche Rolle spielen auch soziale Medien am Horn von Afrika, um voneinander zu erfahren, vielleicht auch Mobilisierungsformen zu lernen? Und was trennt euch auch vielleicht weiterhin? Also was sind so die regionalen Verbindungen und Bezüge, würden wir gerne wissen. I think we're at a pretty interesting time. Auf dem Kontinent stehen wir vor interessanten Zeiten. Viele Leute denken von Panafrikanismus als wir bringen die Weißen um. Politische, wirtschaftliche Unabhängigkeit bedeutet das, nicht nur innerhalb afrikanischen Länder, sondern auch innerhalb der afrikanischen Blöcke. Das ist etwas, was schon längst an der Zeit ist, dass es passiert. Die Befreiungsbewegung auf dem Kontinent, die sich gegen den Kolonialismus gewendet haben, sind ja neutralisiert worden. Sie sind neutralisiert worden, sie sind innerlich kollabiert. Wenige Länder auf dem Kontinent haben Freiheitsbewegungen gehabt, die zu einer wahren Unabhängigkeit und zu wirklich politisch und wirtschaftlich unabhängigen Nationen geführt hat. Und das ist, wir sind wieder zurück an diesem Punkt fast schon, wo die neokoloniale Ordnung die afrikanischen Länder im Würgegriff hat. Dann ist die Frage, wo ist der Weg der politischen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit im Sudan und innerhalb der Region und für den gesamten afrikanischen Kontinent? Wir sind jetzt an einem Punkt, dass wir Phänomene haben, die wir in den 50er und 60er und den 70er nicht hatten. Das heißt, jetzt kann ich eine Instant Message an Semenda schicken, an Leni und an Allah. Und dann können wir uns kommunizieren über Regionen und Kontinente hinweg. Auch die Art der Organisations, die Grades ist anders. Wir versuchen
ein Ökosystem innerhalb Afrikas zu schaffen, das diese grundlegenden Anforderungen der politischen Unabhängigkeit versuchen umzusetzen. Es ist die Zivilgesellschaft, es ist die Jugend, es ist Kunst, es ist Kultur. Es sind diese verschiedenen Aspekte des Lebens, die man jetzt zusammenbringen kann auf dem Kontinent. Und ich glaube, dass diese Generation, die wir heute hier haben, dass es da die bessere Chance für sie gibt, über Grenzen hinaus zu kommen und miteinander zu reden, mit all den sozialen Medien und all dem, was es da gibt. Die ländlichen Probleme bleiben ländliche Probleme, das ist die größere Herausforderung. Die Jugend aus den urbanen Zentren innerhalb einer Generation werden die wahrscheinlich verstehen, was passieren muss bei der Politik, was die Graswurzelbewegung angeht, aber das ist noch ein langer Weg. Aber wir sind schon viel näher dran heute in Richtung eines wohlhabenden Afrikas, das für Afrika wohlhabend ist und auch für den Globus gut ist. Vielen Dank. Wenn die anderen noch etwas hinzufügen möchten oder wenn sie das nicht möchten, dann schaue ich jetzt in Richtung Publikum. Vielen Dank, dass Sie alle dabei geblieben sind. Jetzt können Sie Ihre Stimme erheben und Fragen stellen oder Kommentare abgeben. Wir haben hier Kolleginnen und Kollegen mit Mikrofonen, die wir benötigen für die Verdolmetschung. Vielen herzlichen Dank für Ihre inspirierenden Geschichten. Mein Name ist Garrett Kurz. Ich arbeite für den German Council on Foreign Relations. Und meine Frage geht an Alaa und Moussa. Wie vertreten fühlen Sie sich in der gegenwärtigen zivilen Regierung? Und wie ist die Verbindung zwischen den Frauengruppen und dem Widerstandskomitee und dem FFC in Bezug auf die Lösung der Wirtschaftskrise gegenwärtig? Vielen herzlichen Dank. Ich würde sagen, wir sammeln 2 bis 3 Fragen und dann beantworten wir sie. Hier haben wir noch einen Herrn vorne. Können Sie bitte das Mikrofon nehmen? Albert Frank, die Bilder von Abiy und Afewerki sind um die Welt gegangen. Nach dem Regierungswechsel in Äthiopien, da gab es im Bundestag eine Diskussion und da hat man die Hoffnung ausgedrückt, dass die Situation in Eritrea sich auch ändern sollte, so wie in Äthiopien. Abiy hat bei seiner Nobelpreisträger sich ausdrücklich bei Afewerki bedankt. Was bedeutet das alles für Sie? Vielleicht fangen wir jetzt mit Eritrea an und dann gehen wir weiter zum Sudan. Wir machen weiter. Wir geben 2 Antworten und dann haben wir noch viel Zeit für weitere Fragen. Für die eritreische Community, dieser Wechsel war am Anfang erfreulich für uns. Man hat aber dann schon nach 4 bis 8 Wochen gemerkt, dass es der Schein trügt. Hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es um Freundschaft zwischen Isias und Dr. Abiy. Aber niemand, also es geht nicht um das Land, es geht nicht um das Volk. Dr. Abiy Ahmed hat in seinem Land ganz viele Dinge verändert. In Eritrea wurde dadurch nichts verändert. Dr. Abiy Ahmed hat eine Unterschrift geleistet, die seit 16 Jahren geleistet werden sollte. Und mehr hat er nicht getan. In Eritrea haben wir immer noch keine Pressefreiheit. In Eritrea haben wir immer noch den unbestimmten Militärdienst. Was zwischen Eritrea und Äthiopien sich verbessert hat, im ersten Zuge war, dass die Grenzen geöffnet worden sind, dass mehr Lebensmittel nach Eritrea rein sind. Und ab diesem Zeitpunkt, wo die Grenzen geöffnet worden sind, hat der UNHCR, glaube ich, in den Flüchtlingscamp innerhalb von einigen Tagen fast 15.000 Menschen gezählt, die aus Eritrea nach Äthiopien geflohen sind. Also es hat sich nichts für die eritreische Bevölkerung in Eritrea, hat sich absolut nichts verändert. Es ist nur schlimmer geworden, vor allem für die Opposition, die vorher in Äthiopien ganz viele Büros hatte, von dort aus kommunizieren konnte. Dr. Abiy Ahmed hat in den ersten Monaten klar und deutlich ausgedrückt,
diese Aktivisten können bleiben in Äthiopien, aber sie haben ihr Büro zu schließen. Er wird diesen Aktivismus, die Opposition, wird er in seinem Land nicht dulden. Es gab die Frage, there was this question about... Da war die Frage, ob sie sich vertreten fühlen von der Übergangsregierung Alaa Musa. Die gegenwärtige Regierung, also habe ich gemischte Gefühle, muss ich sagen. Also soweit das grundsätzlich ist, ist es natürlich für Personen, die so lange in der Opposition waren und einen hohen Preis bezahlt haben und jetzt in der Regierung sind. Und es gibt auch viele Technokraten in den Ministerien. Natürlich ist das trotzdem gut, aber es ist immer noch keine repräsentative Regierung, solange es keine Friedensvereinbarung gibt. Solange die bewaffneten Bewegungen, die Befreiungsbewegungen nicht in der Lage sind, in Khartoum zu sein, damit Khartoum letztendlich die Hauptstadt für uns alle wird. Und wenn es keine Friedensvereinbarung gibt und eine wirklich repräsentative Regierung von allen, für alle in Sudan, das wäre dann Ausdruck der Gleichberechtigung. Also gegenwärtig reicht das noch nicht und das gilt sicherlich für viele Sudanesen ebenso. Aber ich denke, dass das passieren wird. Also die wirtschaftliche Situation, danach haben Sie auch gefragt, ist ja auch relevant. Letztendlich ist das aber alles sehr kompliziert. Wir haben 30 Jahre eine Kriegswirtschaft erlebt und Vetternwirtschaft und Korruption innerhalb der Regierung. Das heißt, es muss eine umfassende Herangehensweise geben, auch in Bezug auf die wirtschaftliche Reform. Gegenwärtig gibt es hier unterschiedliche Meinungen zwischen den verschiedenen Akteuren der zivilen Regierung, der militärischen, den verschiedenen Bewegungen. Und für diese Kluft gibt es einige Gründe, natürlich auch die wirtschaftliche Situation. Also wir haben einfach nicht so viele Fortschritte gemacht, wie die Menschen erwartet hätten. Nach 30 Jahren werden diese wirtschaftlichen Probleme natürlich nicht über Nacht verschwinden. Aber ich denke, dass es bald eine Konferenz geben wird, Ende März, zwischen den Forces Freedom and Change und der zivilen Regierung. Und da wird man versuchen, hier tragfähige wirtschaftliche Lösungen für Sudan zu finden. Also aus unserer Sicht als Aktivisten und Zivilgesellschaft, denke ich, unterstützen wir natürlich den Prozess an sich. Auch, dass es eine Konferenz gibt, dass es Beratung geben wird. Aber es gibt natürlich große Themen, die angepackt werden müssen. Und wenn man das nicht macht, dann wird es Probleme geben. Also vielleicht kommen Sie im April nochmal auf uns zu und stellen uns die Fragen dann. Können Sie noch ein, zwei Sätze sagen? Also haben Sie das Gefühl, dass Sie in der Lage sind, die nötigen Instrumente haben, um die Wirtschaftskrise zu lösen? Ja und nein. Also die gegenwärtige Regierung hat das Herz am rechten Fleck. Sie wissen, dass sie zusammenarbeiten wollen. Sie wollen inklusiv sein und so weiter, also integrativ sein. Aber man kann keine wirtschaftlichen Reformen durchführen ohne eine Reform des Sicherheitssektors, des Sicherheitsapparates. Wir haben Jahrzehnte der Kriegswirtschaft erlebt und einen aufgeblähten Sicherheitsapparat mit Wirtschaftsimperien, die dem zugrunde liegen. Und wenn man das nicht angeht, dann werden wir sicherlich Probleme haben in der Zukunft. Das heißt, technisch gesehen, ja, sie sind in der Lage, aber sie müssen natürlich auch den Mut haben, die nötigen Schritte zu ergreifen. Vielen Dank. Anna, fühlen Sie sich repräsentiert? Das ist ein bisschen kompliziert. Meines Erachtens, es sind zwei Teile in der Regierung. Ein Teil ist militärisch angehaucht und ein Teil ist zivil, sympathisiert sich mit der Zivilbevölkerung. فالشق البرمجلي أكيد هو الشق المدني الشق العسكري أنا ومعظم الشعب السوداني عندنا فيه رأي وعندنا فيه تحفظات كثيرة حول النقطة دي. Also in der Zivilabteilung fühle ich mich sympathisiert und fühle ich mich auch vertreten bei der militärischen Seite fühle ich mich überhaupt nicht repräsentiert, beziehungsweise ich habe Vorbehalte gegen diesen Teil. Insbesondere wegen
wegen der Protest vor dem Militärresidenz, als sie die Proteste einfach so angegriffen haben. فإذا المجلس العسكري هو مشارك في الحاجة دي إذا ما كنت مشارك بصورة أو بأخرى إذا ما كنت جزء منا على الأقل كنت تحفظنا إحنا كنا أمام مباني القيادة العامة اللي هو مبنى الجيش. Also das Militär gilt als Mittäter hätte einfach die Aufgabe uns da vor seinem Residenz zu schützen oder hätte uns da schützen sollen. كان لابد إنه نقدر عشان إراقة الدماء نقبل بالتشكيل الحكومي اللي كلنا شايفينه بس بصورة عامة بالنسبة للشعب ما كان مرضي. Also man hätte einfach praktisch direkt versuchen sollen, dass die Bevölkerung direkt an diese Übergangsregierung beteiligt wird oder einfach die Regierung bildet, aber das war nicht zufriedenstellend. بالنسبة للتناسق هو التناسق إلى حد ما حاصل حتى في بعض الأحيان لما يكون في مشكلة معينة بنتحرك بموكب إلى الجهة الحكومية المعنية الوزارة المعنية بنسلم مذكرة بيطلع الوزير بيستلم المذكرة وبيخاطبنا حتى بعدها هنا إحنا نتحرك فبيقى في جهة بتسمعنا حتى إذا كان وعد بالإصلاحات ففي جهة بتسمعنا. Jetzt zusammengefasst, also es gibt eine Harmonie, es gibt eine Harmonie. Wir fühlen uns auch wirklich zugehört, wenn wir Forderungen stellen, wir marschieren Richtung die zuständigen Ministerien und wir geben unsere Forderungen da ab und wir merken, dass der Minister uns empfängt und praktisch einfach uns ernst nimmt. فإحنا واضحين تماماً إن هي فترة حكومية فترة انتقالية مدة 3 سنين ما حنقدر نصلح فيها خراب 30 سنة بس حالياً. Also in 3 Jahren können wir einfach in dieser Übergangsphase nicht die Korruption von 30 Jahren irgendwie binnen dieser Phase einfach reparieren. فحنكون داعمين للحكومة في كل الإصلاحات اللي هي بتعملها لحد فترة 3 سنين لحد ما نطلع بالسودان لبر الأمان. Also wir würden auf jeden Fall diese Übergangsregierung unterstützen, bis wir wirklich die Schwelle des Friedens erreichen können. Thank you. Vielen herzlichen Dank. Jetzt kommen noch mal viele Fragen. Dort der Herr war der Erste, dann die Dame hier und dann gehen wir im Zickzack darüber. So maybe, sorry to interrupt you, but Entschuldigung, dass ich unterbreche. Vielleicht versuchen wir uns kurz zu halten, weil wir jetzt sehr viele Fragen haben. Vielen Dank. Darf ich sagen? Ja. Ja, so, hallo, guten Abend. Ich bin Tugu, aber ja, das ist mein richtiger Name, aber ich habe einen anderen Namen. Mein Name im Pass ist Mujahid. Und ja, deswegen, ich will diese Frage, Musab und Allah fragen. In Sudan haben wir große Probleme und unser Problem ist Identität. So, und heute besonders, Präsident des Bundes Deutschland ist in Sudan. Und die neue Regierung versucht, das neue Beziehung mit Welt, mit der, mein Deutsch ist nicht gut, aber ich versuche, ja. Kann das ich in Arabisch sagen? Sorry. Ja, ich lebe seit 2 Jahren in Deutschland, deswegen ich immer noch lerne Deutsch. So, Al-Kalam al-Lana ist Gulu. Al-Kalam al-Lana ist Gulu, innu anhina muskelatna muskela Hawiyya, wal Hawiyya al-An, hier behaddid al-Amni fi Sudan. Wir haben ein Problem mit der Identität in Sudan und diese Identitätskrise in Sudan bedroht unser Frieden in Sudan. قاد الثورة وعلاء اليوم هي مسألة الثورة وديسيزمان أيضا مسألة الثورة ولكن الحاجة الوحيدة اللي هنا بنلاحظ إنه هي موجودة هنا في ألمانيا وديسيزمان موجود في السجن. Jetzt das ist auch das Problem, wenn man konsekutiv übersetzt. Also einer der Aktivisten hieß Sisma, der ist noch im Gefängnis, während die Ikone der Revolution steht hier. Ja. Natürlich, er meinte, dass der deutsche Präsidentin ist heute in Khartoum und Khartoum versucht jetzt internationale Beziehungen abzuwickeln, aber
Allerdings, wir haben noch Probleme, ja, außer diese Abwicklungsgeschichten. Wir haben auch eine Opposition, eine militärische Opposition seit 30 Jahren. ولكن لحد الآن الحكومة الجديدة اللي نتجت من الثورة لن تصل إلى سلام مع المعارضة المسلحة. Also, und ich gehe davon aus, dass die Übergangsregierung keinen Frieden mit dieser militärischen Revolution schaffen kann. إذن أنا هنا بنحاول إنه الحكومة الجديدة مجرد فقط تريد أن تخدع العالم بأنها يعني حكومة الشعب السوداني ولكن هي لا تمثل. Also diese Übergangsregierung versucht die Welt zu überzeugen, als wäre sie repräsentativ für die Sudanesen. والمشكلة الكبيرة إنه نحن في السودان 95% أمة أفريقية. Das Problem, wir haben in Sudan das Problem, 95% der Bevölkerung haben afrikanische Wurzeln. Also die Frage ist an Ala gerichtet. Ala, was ist dein Message? Was möchtest du sagen? Einfach, was wäre deine Mission? Also, die Frage an Musab war, wo liegt heute Sudan in diesem Pan-Afrikanism-Skala? انت قلت انه انا this is man ايقونات للثوره بس اذا جيت لوجهه نظري الحقيقيه انا بشوف انه الشهداء هم الايقونات الحقيقيه للثوره. Ich, also du siehst mich vielleicht als Ikone der Revolution, aber ich sehe es anders. Ich sehe die Märtyrer sind die Ikone der Revolution. فكان في عدد كبير جدا من الناشطين في فتره الاحتجاجات وكان انا لسيسمان رفقه اي زول بيقول لك او لا يكون فلان او لا يكون علان الفكره لما اخذت الصوره لما انا اجي عايله صورها سي ما بشوف فيها الله صالح بشوف فيها المراه السودانيه بنضالاتها بشجاعتها بقوتها فالموضوع ما انه انا هي الايقونه الموضوع انه المراه السودانيه هي القائده هي القادره also ich Man sollte das nicht an mich persönlich beziehen, sondern ich bin eine Repräsentativ für die sudanesische Frau. Also die sudanesische Frau ist praktisch die Ikone der Revolution. So sollte man das im Kontext sehen. Sudan muss noch einen langen Weg zurücklegen, bis Sudan zu einem Ort wird, an dem man wirklich Diversität akzeptiert. Es gibt immer noch diese Hierarchie in der Hautfarbe. Das ist leider so. Und das ist aber keine Realität, gegen die wir nicht weiter vorgehen sollten. Also wir müssen gegen die alte Ordnung vorgehen, denn der alte Sudan ist verschwunden. Und aus meiner Sicht ist das eine Frage der Zeit. Also die nächste Generation wird einen neuen Sudan erleben. Wenn es einen Friedensvereinbarung gibt, dann kann Folgendes passieren. Also das kann ja nicht nur in den Hotels von Juba oder woanders geschehen. Also es muss wirklich eine breitere Beteiligung geben, um wirklichen Frieden in Sudan zu erzielen. Das beinhaltet die Befreiungsbewegung, die Gesellschaft, die Studenten, Frauen, jeden. Aber Rechenschaftspflicht und Gerechtigkeit müssen im Kern dessen sein. Und ich denke, Rechenschaftspflicht und Gerechtigkeit braucht jeder. Und deshalb müssen auch die ganzen Gräueltaten dokumentiert werden. Und natürlich wurden im Sudan noch einige Menschen stärker unterdrückt als andere im Verlaufe der Zeit und über die Jahrzehnte. Wenn es jetzt um die Identität geht, ist es so, dass unter den jungen Sudanesen sich das ändert, und zwar erheblich. Junge Menschen betrachten sich selber zunächst einmal als Sudanesen und als Teil dieses Kontinents. Vielmehr
als ob sie eher zum arabischen Zentrum gehören oder zu anderen Bereichen. Also da bin ich sehr optimistisch. Es gibt natürlich noch viel Arbeit, aber ich bin wirklich sehr optimistisch. Vielen herzlichen Dank. Hier gibt es auch eine Frage. Und wie bereits gesagt, dann gehen wir im Zickzack weiter. Zunächst einmal guten Abend und vielen herzlichen Dank, dass Sie heute so inspirierend für uns sind. Das ist eine große Ehre für mich. Mein Name ist Amelie. Ich arbeite für eine grüne Parlamentarierin hier im deutschen Parlament. Und ich möchte jetzt etwas zur deutschen Politik wissen. Gibt es etwas, von dem Sie gerne möchten, dass die deutschen Politikerinnen und Politiker das tun oder die deutsche Gesellschaft? Und ich, im Falle von Sudan, denke ich auch an die UNAMID-Mission, an den Einsatz. Gibt es da etwas, wo Sie Ihre Meinung gerne mitteilen wollen, einem deutschen Publikum? Also ist die Einbeziehung, also sorgt die Einbeziehung Deutschlands dafür, dass es besser wird? Oder wie sieht das aus in Ihrem Land? Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, hier wurde ebenfalls eine Hand gehoben. Wir kommen gleich zu Ihnen. Jetzt kurze Fragen, bitte. Es gibt noch viele Fragen im Publikum. Allah und Musab. Und zwar kommt ja, also im Sudan kommt ja eine Dynamik hinzu, die es in Eritrea und Äthiopien nicht gibt, also die arabische Welt. Ja, also Sudan ist in der arabischen Welt verankert. Es gab den arabischen Frühling 2010, 2011. Und meine Frage ist, welche Lehren hat Sudan gezogen? Welche Lehren? Which lessons did... sodass es nicht zu einem Bürgerkrieg kam oder zu einem zweiten Sisi. Und welche Mechanismen gibt es, welche Bedingungen gibt es im Sudan, dass es nicht dazu kommt, wie in Ägypten oder in Syrien? Danke für die Frage auch. Jetzt war noch hier eine Meldung und dann springe ich sofort auf die rechte Seite. Ganz viele Finger. Hast du das Mikro? Super. I'm Nina Bernarding. Nina Bernani, Co-Director des Außenpolitischen Zentrums. Und ich freue mich, heute hier zu sein. Ich möchte die Frage aufgreifen, die Sie gestellt haben, Amelie. In Deutschland spielt hier auch eine sehr wichtige Rolle, insbesondere wenn wir uns Sudan und Eritrea anschauen. Ich denke insbesondere an die Unterstützung im Sicherheitsbereich. Grenzmanagement. Also es geht nicht nur um die Frage, was Deutschland besser machen kann oder was könnte vielleicht Deutschland aufhören zu tun. Ist das auch eine Möglichkeit? Eine sehr wichtige Frage, vielen Dank. Jetzt gehen wir auf die andere Seite mit dem Mikrofon. Da gibt es auch eine Kollegin. Können Sie bitte die Hand heben, damit ich Sie sehen kann? Sie sind jetzt drin. Ich bin einfach nur Mensch, aber ich fahre seit Jahren immer in den Sudan und habe die Veränderung, also den Beginn der Revolution mitgenommen, war dies Jahr wieder unten und habe also so festgestellt, Freiheit gibt's, man kann wieder Theateraufführungen haben, Musik, aber Gerechtigkeit hat es noch nicht gegeben. Ich frage jetzt, ob der Scheinprozess, wo 25 Soldaten mit dem Todesurteil bedacht wurden, reichen soll, um halt eben den Tod von Hunderten von Menschen und Verschleppungen und Vergewaltigungen zu machen. Ich denke mir, das ist noch alles sehr fragil im Sudan, weil ich verstehe jetzt auch nicht, was wir hier in Deutschland machen. Erst der Außenminister kommt gerannt, dann kommt jetzt Herr Steinmeier. Hallo, im Sudan hat sich noch nicht viel geändert. Ich weiß aus sehr privater Quelle, dass die alten Machthaber immer noch ungesehen zwischen der Türkei und Sudan hin und her ziehen. Leider habe ich Verwandte aus der Clique. Und die Regierung guckt weg, die schaffen weiter. Die Leute, die auf der Wanted-Liste stehen, reisen ungesehen mit NISS, Sicherheitstruppe, flankiert ein und aus. Und da frage ich mich, ob das okay ist, dass jetzt Deutschland kommt, sagt, oh, wir machen jetzt alles schön hier und gleich nebenan hat der Innenminister gesagt, okay, dann können wir jetzt alle abschieben, die als Flüchtlinge sind. Ob ja, das jetzt haben wir drei ist. Fragen von Ihnen. Ich glaube, genau. Gerechtigkeit habe ich verstanden. Was macht Deutschland dann mit dem Aspekt auch der Rückführung in den Sudan? Was soll Gerechtigkeit bringen? Die Dame hier vorne als Nächste und dann, ich habe sie gesehen, das Mikro kommt zurück, aber wir geben es erst hier vorne an die Dame. Danke. Vielen Dank. Ich bin die Asi Ahmed.
Und meine Frage an Allah, obwohl die sudanesischen Frauen haben eine sehr hervorragende Rolle gespielt während der Revolution, trotzdem die Beteiligung der Frauen an den Strukturen des, der Übergangsregierung sind sehr, sehr, sehr niedrig. Und an Mus'ab, was ist die Rolle der Islamisten jetzt, die gespielt wird und wurde in der Hinderung der Revolution, ihre Ziele zu erreichen? Dankeschön. Und vielen Dank. Ich spiele die Fragen jetzt erstmal zurück. Sie kommen noch dran, keine Sorge, ich habe sie gesehen. Da ist noch eine Meldung und hier, sie kommen noch dran. Ich würde das gern, weil wir jetzt viele Fragen zum Sudan haben, zurückspielen. And maybe we start with this, what's the lessons learned from... Vielleicht fangen wir an mit der Frage, ob man aus dem arabischen Frühling Lektionen hat lernen können, und dann Frauen Sudan und dann die anderen Fragen. Der arabische Frühling war eine, hat die jungen Menschen in Sudan in gewisser Weise beeinflusst, aber das war kein Zündfunke. Es war nicht das, was komplett dann die Motivation darstellte. Die Leute sind 2011 auf die Straße gegangen. Da war immer noch 1984 im Kopf, die Yafet Nemeri Umsturz. Das war auch eine gewaltlose Bewegung, die dazu geführt hat, dass der abgesetzt wurde. Und es gibt noch diese Kultur des Widerstandes aus der Zeit, die Eltern, Generationen und die Großeltern hatten sich erinnert an 64, und das hatten die Jungen jetzt wieder in Erinnerung. Es gab also immer einen Widerstandswillen hier, der ist dann wieder erwacht worden. Im arabischen Frühling gab es ja viele ausländische Einmischungen im arabischen Frühling. Bei jedem Land, vielleicht mit der Ausnahme von Ägypten, was den Volksaufstand angeht und Tunesien angeht. Aber bei Syrien, da kannte man schon, wo die ausländischen Interessen waren. Und wir wissen, wo das dann hinführte. Jemen, Bahrain, da gab es immer ausländische Einmischungen, in auch Libyen. Die sudanesische Revolution ist 100% organisch, sozusagen aufgezogen worden. Niemand kam da und hat hier uns da sozusagen die Hand gehalten, ja. Aber das ist zurückzuführen auf frühere Kämpfe, bewaffnete und nicht bewaffnete. Das heißt, das hat sich selbst entwickelt im Sudan. Tatsache, dass es keine ausländische Einmischung gibt, dass aber jetzt niemand behaupten kann, ja, wir haben euch geholfen. Wir schuldigen niemandem was. Das ist das Gute daran. Das ist der Unterschied zwischen dem arabischen Frühling und der sudanischen Aufstandes. Wie sieht es aus mit den Frauen in Zukunft im Sudan? Man erstmal die Frauen nach Beendigung der Revolution einfach weggedacht hat von diesem Prozess? Das war nicht so stellend Frieden für uns als Frauen in Sudan. Wir haben versucht, auch Aktionen in Social Medien zu organisieren. Es gab so eine Kampagne, hieß 50%, mindestens 50%. Und nicht nur die 50%, nicht nur 50%, es handelt sich nicht um die Quote 50%, sondern auch Frauen sollten auch dort sein, wo man auch eine Entscheidung trifft. لأن المرأة السودانية على تاريخ السودان على مر تاريخ السودان هي كانت واضعة بصمتها بكل قوة في كل الحقب السياسية المرت على السودان.
An sich, man kann die Frauen in Sudan überall sehen. Sie haben ihr auch Rolle überall gespielt und sie haben auch praktisch auch ihr Werk auch in jedem Werk in Sudan auch hinterlassen. فكان لابد تضمينها واعطاء حقها ودورها الطبيعي في المجتمع. حاليا من اصل 18 وزير في اربعه منهم نساء. الحاجه دي هي اي نعم ما كافيه بالنسبه لنا بس دي خطوه كويسه جدا. An sich von 18 Minister haben wir 4 Frauen. Es ist halt wenig, aber zumindest man hat irgendwas erreicht. Und wir bereiten uns dann für die Wahlen vor und mit Gottes Hilfe können wir auch die Rolle der Frauen auch da verwirklichen. Also nach 3 Jahren. Maybe very one, two sentences. Vielleicht ganz kurz 2 Sätze zur Gerechtigkeit, wird es die geben? Und dann können wir zur deutschen Rolle kommen, vielleicht zur Rolle Deutschlands. Die Frage der Gerechtigkeit ist kompliziert. Jetzt hat man eine Untersuchung des Massakers vom 3. Juni. Aber es gibt auch zum Blauen Nil und zum Krieg in Darfur und zum Krieg im Süden. Das sind alles ja Kriegsverbrechen. Das sind ja Genozide, die passiert sind, wo die Leute gesäubert worden sind auf der Basis der Ethnizität. Die Frage ist, was die Gerechtigkeit angeht, wie weit gehen wir zurück? Was ist es, Wahrheit und Versöhnung? Ist es punitive Gerechtigkeit, strafende Gerechtigkeit? Was sind die Mechanismen, mit denen... Mit dem Friedensvertrag in Juba kann man das vielleicht adressieren, aber Diskussion muss weiter sein. Wir brauchen ernste Maßnahmen. Wir wissen, dass das nicht passieren wird in der nahen Zukunft. Es passieren natürlich auch sehr gefährliche Dinge, auch jetzt noch. Ja, also ich glaube, dieses Thema Gerechtigkeit wäre wert für einen weiteren Abend, sehr komplex. Aber es gab auch die Frage nach der deutschen Rolle, die möchte ich noch erweitern und über den Sudan hinaus spinnen und ein bisschen reden. Vielleicht können Sie da einbinden, auch Äthiopien und Eritrea mit einbinden. Was ist da die Rolle Deutschlands? Was sollten die Deutschen machen und was sollten sie nicht machen? Tamina, schön, Sie hier persönlich kennenzulernen. Für mich als Panafrikanistin bin ich natürlich skeptisch, was ausländischer und insbesondere westlicher Intervention angeht, in Anbetracht der Geschichte, wo wir herkommen als Afrikanerin. Denn die Beziehung mit uns und dem Westen war ja nicht so schrecklich gut. Für die Äthiopierinnen und Äthiopier hatten wir nicht den direkten Einfluss des Kolonialismus, aber wir leiden natürlich an neokolonialen Einflüssen. Wir sind da skeptisch, mit wem wir da handeln und wem nicht. Wir leben in einer globalen Welt. Bestimmte Dinge können nicht vermieden werden, aber was ich von den Deutschen natürlich dann möchte, insbesondere von der deutschen Öffentlichkeit möchte, sehen wollen würde, ist nicht ins Bett zu steigen mit Diktatoren, weil das die eigenen nationalen Interessen befördert. Für ihre nationalen Interessen, wenn sie echte Demokratinnen und dann sollte diese Demokratie in andere Länder exportiert werden. Afrikanerinnen und Afrikaner verdienen Demokratien. Das ist keine Sache, die ausschließlich reserviert ist für den Westen. Die Diktaturen sterben, Rassismus stirbt, Sexismus stirbt. Ich glaube nicht, dass die neue Generation Diskriminierung will und Ungerechtigkeit. Ich glaube, der Tage der Ungerechtigkeit sterben. Wenn wir in einer kollektiven, friedlichen Welt bleiben, müssen wir voneinander helfen, eine Vision haben, die voller Gerechtigkeit ist. Und was Waffen angeht und Waffenverkäufe angeht, naja, da ist die deutsche Regierung, sagen wir mal, impliziert. Und da würde ich die deutsche Regierung, insbesondere die deutsche Öffentlichkeit, zur Verantwortung zu ziehen in unserem Namen für das, was sie da machen. Wayne, weiß, glaube ich, genau, was die Deutschen nicht tun sollten. Vielleicht ganz kurz Eritrea. Also Eritrea hat keine gewählte Regierung. Es ist ein Regime, eine Diktatur.
Und für mich persönlich ganz schrecklich, dass die Bundesregierung sich mit ihnen an einen Tisch setzt, dass sie besucht werden. Vor 2 Jahren wurde im Bundestag lange genug über die Menschenrechtsverletzungen in Eritrea gesprochen. Und es gibt immer wieder dieses Gefühl einfach, wenn man sich mit denen an den Tisch setzen tut, dass man das nicht ernst nimmt. Denn die Flüchtlingswelle hört nicht auf. Die Menschen sterben lieber auf dem Weg, bevor sie in Eritrea alt werden oder dort sterben. Und das sollte der Bundesregierung doch bitte zu denken geben. Und sie sollte doch ein bisschen mehr unterstützen, die Oppositionsbewegung. Denn Eritrea möchte einen Wandel. Und oftmals hört man, es soll kein arabischer Frühling werden, dass es dann schief geht. Und ich glaube, es geht nicht schief. Wir brauchen darin Unterstützung von der Bundesregierung auf unserer Seite und nicht dieses Regime. Thank you. On Sudan, I think Mossab. Mossab hat ja schon gesprochen über die Militarisierungsprobleme im Sudan. Das ist eine klare Botschaft. Auch zum Thema Rückführung von Geflüchteten aus dem Sudan nach Sudan, was die deutsche Regierung will. Was sind die anderen Themen, wo sich die Deutschen ihrer Meinung nach einmischen sollten? Das Erste wäre für die deutsche Regierung wahrscheinlich mal erstmal den Khartoum-Prozess komplett zu überdenken. Das ist ja der derzeitige Prozess, der verwendet wird für die Migrationskontrolle. Es gab da seit Jahren eine Warnung, dass dieser Khartoum-Prozess Migration stoppt. Aber das befördert Milizen, die den Grenzschutz übernehmen. Und diese Warnungen wurden einfach ignoriert. Manchmal wurde das schlichtweg geleugnet, was da passiert. Aber jetzt gibt es eine klare Idee, warum das ist. Der Mechanismus des Khartoum-Prozesses war eine schlechte Idee, insbesondere mit unserer Regierung. Das Massaker vom 3. Juni, da diese ASA-Kräfte, die haben dann gesagt, ja, wir haben die Chance dann erhöht. Wir sind alle davor. Wenn sie alle davor sind, dann bringen wir davor nach Khartoum. Bedeutend, das heißt, wir verwenden die gleiche verbrannte Erde-Taktik in Khartoum, die wir in Darfur verwendet haben. Der Khartoum-Prozess ist natürlich ein Problem für die Europäer, aber es ist im Wesentlichen ein Problem für die Afrikanerinnen und Afrikaner. Was bedeutet das? Ein junger Mensch geht durch die afrikanischen Länder nach Libyen, wo da vielleicht Sklaverei läuft. 200 Leute in einem kleinen Schaluppe. Diese gefährliche Reise nach Europa zu machen. Wovon rennen die Leute weg, dass sie ihr Leben riskieren? Das muss man doch sich mal fragen. Fragen Sie uns, wovon Sie davon rennen. Und Lösungen bieten zu Hause, dass es da ein besseres Umfeld geben. Und das geht zum zweiten Punkt über, was die Deutschen und die Europäer machen sollten. Behandelt man eine Diktatur, die es seit Dekaden gibt? Warum nicht an eine Politik machen für die Region, die unterschreiben, dass es hier Zivilregierungen gibt? Dass die Militärs raus sein müssen aus Militär, aus Regierungsbeteiligung. Das ist ganz wichtig für die gesamte Region, diese Status Quo-Behandlung dieser Regierung und realistisch sein. Okay, das sind jetzt Regierungen, die gibt es, also diskutieren wir mit denen. Das macht das Problem schlechter. Und noch ganz schnell eine dritte Sache. Neoliberale Wirtschaft funktioniert für uns auf dem afrikanischen Kontinent nicht. Das ist immer wieder bewiesen worden. Es gibt keine Trickle-Down-Wirtschaftsentwicklung, die uns sozusagen entwickelt. Wir brauchen eine eigene Wirtschaft, die basiert auf unseren eigenen Leuten, die sich fokussiert auf lokale Produktion und auf Empowerment der Communities vor Ort. Wir sollten uns nicht verlassen auf Trump oder die arabischen Staaten oder sonst etwas. Ja, vielen Dank an Sie alle. Ich hatte aber noch 2 Fragen zugelassen. Das wäre schon ein wunderbares Schlusswort gewesen. Aber jetzt...
Also, erstmal geschlechtersensibel hier. Erstmal die Frau hinten. Oh, ja, dann doch der Herr. Wie auch immer. Etwas Besseres kommt. Hat Deutschland Eritrea schon aufgegeben oder vergessen? Danke. Der Herr im roten T-Shirt. Und ich habe eine Frage von Wayne. Wir sind eritreanische Flüchtlinge und in Deutschland, ehrlich gesagt, wir haben keine Gutes zu sagen. Zum Beispiel, wenn jemand wohnt im Flüchtlingeheim oder so, kann sein, jemand sagen von eritreanischen Leuten, ja, kannst du zurück nach Hause gehen. Ich hasse dieses Wort zu hören. Und ich hoffe, dass in Eritrea oder Äthiopien kann sein, alles in Ordnung. Natürlich, alle mussten nach Hause zurückgehen. Und ich will nicht mehr in Deutschland bleiben, so, weil ich habe so viele rassistische Sachen gehabt. So, ist kein Besonderes. Deutschland spielt keine Rolle. Ich höre jeden Tag oder jede Zeit im U-Bahn oder so, ja, ich fahre zum Mann und so, wie geht nicht. Schäme dich. Danke. Vielen Dank für dieses sehr persönliche Aufrütteln. Wir haben noch die Dame ganz hinten und dann, ich weiß, es gibt noch ganz viele Fragen im Raum. Sie sind nicht der Einzige, den ich abwürgen muss, aber ich versuche auch ein bisschen die Zeit im Auge zu halten. Wir haben noch informell Gelegenheit, später zu reden. Die Dame hat ich das Mikrofon. Ich spreche dann einfach auf Englisch. My question goes directly. Meine Frage geht direkt an Simdena. Sie identifizieren sich als Panafrikanistin, als Womanistin. Und die Frage, die ich mir jetzt auch stelle, ich sehe da, dass da viele Frauen dabei sind. Die Frage dann nach dem Panafrikanismus, als der losging, gab es viel globale Solidarität unter den Panafrikanistinnen. Im Moment sehe ich das nicht. Sie vor Ort. Und deswegen die Frage an Sie. Wo sehen Sie die Verbindungen? Haben Sie Verbindungen? Wo sind die Brücken, die Sie bauen können? Nicht nur auf dem Kontinent, nicht nur Süden-Süden, sondern auch Süden-Nord, insbesondere mit den Diasporas. Ja, vielen Dank. Fangen wir an mit der Frage, die wir ausgelassen hatten zu den Islamisten im Sudan und dann vielleicht noch Eritrea ganz kurz. Ja, es gibt eine lange Geschichte, ja, Islam als politischen Islam als Waffe zu verwenden. Das ist aber schon so lange, das läuft schon so lange, dass der Zauber vorbei ist fast. Ja. Die Idee, Fatwas gegenüber anderen Sudanesen auszubringen, die Absurdität davon wird jetzt überall erkannt. Selbst die Islamisten innerhalb Sudans haben selbst intern ob das die NCP, PCP oder die Salafisten sind, haben innerhalb ihrer Organisation und Gruppen Einfluss verloren. Vielleicht dann noch die Vertreter des alten Systems, aber das wäre nicht ideologisch basiert, sondern auf Selbstschutz, auf jetzt hat die Regierung enge Beziehungen mit der UAE und Saudi-Arabien. Das sind die größten Querschläger hier, die diese Milizen da unterstützen. Ja. Aber die haben Angst vor der muslimischen Bruderschaft. Das sind die. Das waren ja die Hauptunterstützer des politischen Islamisten innerhalb Sudans.
Und das sind die letzten Atemzüge von Leuten, meiner Meinung nach, die schon klinisch tot sind. NISS und MECP, diese Leute und deren Geschäftsinteressen, das ist noch die größte Hürde. Das heißt, die gibt es noch. Den Deep State, den gibt es immer noch, den tiefen Staat. Aber wir wissen nicht so genau, was die machen. Aber diese Proteste von ihnen waren gescheitert. Für die junge Leute, die Zeiten von Kindern, die sind vergangen. Die werden nicht mehr akzeptiert werden. Wir sind da optimistisch, also. Dann gab es noch diese Frage zu Eritrea. Warum Wayne optimistisch ist? Sie haben gefragt, ob Deutschland Eritrea aufgegeben hat. Diese Frage kann ich nicht beantworten. Ja, aber ich sehe, dass Aktivistinnen hier weitermachen, gegen alle Wahrscheinlichkeit. Ja? Und Wayne möchte vielleicht für auch sich selbst sprechen hier. Zu dieser Frage, warum ich Optimismus, der Kampf geht schon sehr lange. Und es war die ältere Generation, unsere Eltern, die jetzt teilweise in Rente gehen und leider Gottes auch viel Kraft darin verloren haben. Es wird Zeit, dass die jungen Eritreer aufstehen. Den jungen Menschen bringen Revolution. Wir haben genügend Menschen, die im Ausland leben, junge Menschen. Man sieht auch durch die Ja'akel-Bewegung, dass viele junge Menschen, geflüchtete Eritreer, sich bewegen. Sie haben eine lange Zeit gebraucht, Geflüchtete, sie sind traumatisiert, sie haben einen schlimmen Weg gehabt und jetzt sind 5 bis 6 Jahre vergangen, man erdet sich, man kommt an. Und jeder muss einen kleinen Teil dazu beitragen. Man kann sich nicht einfach hinsetzen und sagen, die anderen machen. Wenn jeder Eritreer, der in der Diaspora lebt, nur 2% gibt, dann schaffen wir es in 2 Jahren. Und zu dir, schrecklich, wir sind hier nicht zu Hause. Ich bin hier geboren, groß geworden, ich bin hier nicht zu Hause. Ich krieg's immer wieder zu hören. Ich kann dir als geflüchteter junger Eritreer nur sagen, du kannst hier in Deutschland viel mitnehmen. Bildung, Ausbildung. Nimm das mit und morgen früh, wenn Eritrea frei ist, wirst du das dort umsetzen können. Sei für das da. So finally, maybe Zemdena. Zemdena, die panafrikanischen Brücken, Verbindungen auch zu denen, die in der Diaspora leben. Wie sieht es da aus? Und ich würde jetzt gerne eher die Antwort hören. Danke. Thank you. Vielen herzlichen Dank für die Frage. Also Panafrikanismus hat eigentlich außerhalb von Afrika angefangen. Es war die afrikanische Diaspora, die damit angefangen hat. Marcus Garvey mit der Bewegung zurück zu Afrika. Also Panafrikanismus als Bewegung hat außerhalb Afrikas angefangen. Und dann kam das Ganze nach Afrika. Und dann gab es Solidarität innerhalb oder zwischen den Unabhängigkeitsbewegungen, Kwame Nkrumah, Selassie und so weiter. Also jetzt gibt es diesen Mangel an Verbindung. Panafrikanismus fungiert in einer anderen Form jetzt auf dem Kontinent, aber mit Blick auf soziale Medien, denke ich, da machen wir viel, also es gibt viel Aktivismus über die sozialen Medien und auch der Feminismus wurde stark von schwarzen Autoren in den USA beeinflusst. Alice Walker beispielsweise und eine Womanistin ist jemand, die Sudanesen mag. Also wir haben jetzt den sudanesischen Feminismus, also der Panafrikanismus wurde neu definiert. Also er ist nicht mehr so wie in der Vergangenheit. Und also ganz wichtig sind hier die sozialen Medien und natürlich das Schreiben. Also mein Schmerz ist der Schmerz des patriarchalen Systems. Das heißt, Panafrikanismus aus meiner Sicht ist eine Bewegung der Menschen, nicht nur eine Bewegung der afrikanischen
Einheit, die afrikanische Einheit gegenwärtig ist sehr nutzlos und das kann ich hier frei sagen, eine sehr patriarchalische, nutzlose Struktur. Das heißt, der Panafrikanismus wird umgewandelt, so wie es jetzt sein muss für unser heutiges Leben. Panafrikanismus heißt beispielsweise auch, dass sich Schwarzafrikaner in Berlin treffen. Solidarität und Schwesternschaft ist Panafrikanismus. Vielen herzlichen Dank. Ich denke, es ist ein großartiges Statement, um zu sagen, vielen Dank, dass Sie alle hergekommen sind, dass Sie sich um Ihr Visum bemüht haben und die vielen Hindernisse auf Ihrem Weg überwunden haben und dass Sie eben hierher gekommen sind, um für sich selbst zu sprechen. Das hat uns heute Abend wirklich inspiriert. Das war ein bisschen eine Tour de force, dass wir jetzt so viele Länder hier repräsentiert hatten auf der Bühne, die so viele dramatische Veränderungen erlebt haben und so große Herausforderungen erleben, aber auch den Optimismus haben und noch keine entschiedene Zukunft sozusagen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Geduld. Wir werden auch noch die Gelegenheit haben, informell zu sprechen. Ich weiß, dass es noch viele weitere Fragen gibt, die ich jetzt nicht dran nehmen konnte, aber wir werden noch einen kleinen Imbiss haben und Getränke unten. Also bitte nutzen Sie auch die Gelegenheit, Sudanese Archive hat zwei Filme mitgebracht, die in den Räumen gezeigt werden, hier und dort drüben und unten. Sie wollen sich vielleicht anschauen auf dem Weg nach draußen. Wir sind natürlich nicht die Berlinale, aber wir haben eben trotzdem Filme mitgebracht aus den Regionen. Also bitte schauen Sie sich die an und genießen Sie sie und führen Sie auch informelle Gespräche. Vielen herzlichen Dank noch einmal an Sie. Vielen herzlichen Dank.